Nutzer des Kabelfernsehens, aufgepasst. Liebe MV1-Zuschauer, aufgepasst. Seit dem 1. Juli müssen Mieter selbst einen Vertrag abschließen, um weiterhin die Fernsehangebote nutzen zu können. Wenn Sie das noch nicht gemacht haben und Sie weiterhin regionales Fernsehen und damit TV Schwerin schauen wollen, dann müssen Sie natürlich einen Anbieter wählen, der uns mit im Programm hat. Es gab im Jahr 2021 eine Gesetzesänderung. Da ist das sogenannte Telekommunikationsgesetz, schwieriges Wort, aber das heißt wirklich so, geändert worden, dass das sogenannte Nebenkostenprivileg aufgehoben worden ist. Ab dem 1.7.2024 tritt das jetzt in Kraft. Was heißt das? Mieter müssen sich fortan selbst darum kümmern, ihren Fernsehempfang zu organisieren. Millionen Menschen in ganz Deutschland müssen sich nun um einen Einzelnutzervertrag für den Anschluss kümmern. 10 bis 20 Euro kostet das im Monat. Im Kundencenter bei InfoCity in Rostock war mindestens seit einem Dreivierteljahr extrem viel zu tun. Das Unternehmen versorgt rund 95.000 Wohnungen in Rostock. Viele der Kunden haben jetzt bei InfoCity einen neuen Vertrag abgeschlossen und können Fernsehen weiterhin über Kabel empfangen. Für uns ist es das Mega-Event im positiven wie auch im negativen Sinne unserer Firmengeschichte. Also so eine Änderung in unserer ganzen Vertragsstruktur, in unserem Umgang mit den Kunden haben wir noch nie gehabt. Selbst wer den Kabelanschluss nur als Internetzugang über einen anderen Anbieter als InfoCity nutzt, ist von der Umstellung betroffen. Wer keinen Vertrag abschließt, bei dem könnte der Bildschirm künftig dunkel bleiben. Wenn wir sperren, bedeutet einen Anschluss sperren, dann machen wir das natürlich nur, wenn wir keinen Vertrag für diesen Anschluss haben. Wir gehen davon aus, der Mieter möchte es nicht nutzen. Sperren heißt für uns, wir gehen richtig ins Haus rein, gehen an die Anlage und nehmen das entsprechende Kabel, das zu dieser Wohnung führt, dann raus. Und das machen wir auch wirklich. Also manch einer zweifelt da ja vielleicht noch, weil wir einfach wichtig finden, dass die Leute, die bezahlen, das ist einfach der Respekt auch vor unseren Kunden, dass die, die dafür zahlen, ihr Produkt haben sollen und die, die dafür nicht zahlen oder sich dagegen entschieden haben, da sperren wir dann halt, ne? Aber richtig vor Ort Kabel ab. Bei den Menschen löst die Umstellung gemischte Reaktionen aus. Ich muss ja ein bisschen Fernsehen gucken nachher, ne? Ja. So, und dann gehe ich jetzt da hin und dann kläre ich das ab. Ich bin ja bei der Viro. Ich glaube, die sind sogar mit der Viro verbunden irgendwie. Ne? Und dann werden wir sehen. Aber muss ich doch auch sonst bezahlen. Ach so. Ja, ob das nun vom Wohnungseigentümer da abgezogen wird oder wir sein, dann ist doch wurscht. Ach, dann hätte doch der Vermieter, sag ich mal, bei Mietwohnung einfach sagen können, wir machen den Vertrag weiter und legen unser Mieter das auf, sag ich mal, als Kundenfreundlichkeit auch weiter rauf, aber es ist ja nicht möglich. Warum wird das jetzt nach 30 oder nach 40 Jahren fast oder einfach so gekündigt und Sie wissen, was ich meine. Bei dem Unternehmen Pür sind 30.000 Haushalte in Mecklenburg-Vorpommern von der Umstellung betroffen. Darunter in Schwerin, Bad Doberan und Grimmen. Alternativen zu Kabel sind DVB-T, IPTV über das Internet oder eine Satellitenschüssel. Die Umstellung auf einen eigenen Kabelvertrag. Ein kleiner Schritt, der sich für jeden, der es wünscht, lohnt. Hauptsache, MV1 ist dabei. Liebe Zuschauer, bleiben auch Sie uns gerne treu.